Ja, hallo erstmal, liebe E-Bike-, Drohnen- und Autofreunde. Ich bin's wieder, euer Didi. Ich melde mich heute mal endlich wieder, nachdem ich den Emsradweg abgebrochen habe, da ich gestürzt war in so einem schönen Sandloch, weil der ist sehr sandig und ich habe da so ein Loch übersehen und da hat es mich halt hingehauen. Leichte körperliche Lädierungen, aber das Rad war auch kaputt, hat eine 8 drin und Schaltauge im Eimer. Musste erstmal repariert werden. Ja, musste ich also abbrechen. Ja, ich filme jetzt mit der niegelnagelneuen GoPro 11. Die wollen wir heute mal ein bisschen testen. Das hier ist die GoPro 10. Denn meine GoPro 9 hat es auch dahin gerafft bei diesem Sturz auf dem Emsradweg. Nun gut, egal. Das habe ich jetzt später gemerkt. War kaputt. So, heute fahren wir mal ein bisschen rum, weil, schaut mal nach da oben. Der Himmel ist sowas von blau. Da muss ich einfach raus. Wie gesagt, das hier ist die GoPro 11. Da ist die GoPro 10. Da bin ich. Nun ja. Auf geht's. Lasst uns ein Ründchen drehen. Ja, das ist also die GoPro 11. So schaut sie aus. Das bin ich. Und jetzt lasst uns ein Ründchen drehen. Wieder besser. Das ist wie mit dem Reiten, auch aufs Pferd bzw. auch aufs Rad. Dann klappt es auch. Nach so einem Sturz am besten direkt wieder rauf aufs Rad und wieder fahren. Heute mal nur eine kleine Tour, aber bei schönstem Wetter. Ja, und ich hoffe, die GoPro, die neue 11er, mit der das hier gefilmt wird, hält, was sie verspricht. So, nachdem wir jetzt auf dem Feld gelandet sind, wollte ich euch als erstes mal eine Sache vorstellen. Diese schöne. Wunderschöne Halterung.
Die war wirklich bombenfest, halt auch beim Fahren. Also wunderbar. So kann man sich schon der Drohne verfolgen lassen, ohne dass einem die Haltung, die teure Fernbedienung aus der Hand fliegt. Ich werde sie in der Beschreibung des Videos verlinken, denn die taucht wirklich, hält bombenfest. Da ist sie nun. Die Mini 3 Pro. Und wir lassen sie jetzt einfach mal losfliegen.
die Halterung für die DJI Mini 3 Pro her, und zwar für diesen Controller. Und so kommt er da rein, einfach reingeschoben. Klapp gemacht hat. So kommt vom Cockpit aus wunderbar bedienen. Ich verlinke euch das Teil unten in der Videobeschreibung. Ja, ich habe es auch selber gekauft. Genauso wie die Drohne. Okay, bis später. Hallo. I've been through heartaches, I've been to heaven. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up. Übrigens, solche Propellerhalter auch ganz nützlich. Ja, und jetzt geht's hier erstmal an der Bundesstraße entlang. Das werde ich euch dann jetzt mal nicht filmen. Ja, wenn ihr immer schon mal freilaufende Hühner sehen wollt, ja? So sieht das dann aus, ne? Wenn die so frei rumlaufen. Jo. Jede Menge Hinkel. Ja, selbst da hinten liegen noch jede Menge. Ach, die sind am Brüten, das ist mal schön in der Sonne. Ja, die machen es richtig. Ein kleines Sonnenbad. Wunderbar. Ja, und hier verfärben sich die Bäume auch schon langsam. Langsam wird's bunt. Ich werde gleich mal versuchen, das für euch einzufangen von oben. Ach ja, ist das herrlich mal wieder. Bei so einem Kaiserwetter hier rauszukommen, das ist wundervoll. Schaut euch nur mal diese Bäume an. Ist das nicht herrlich, dieses Farbenspiel? Wie die Zehen hier dieses Wackelei hier am Stab aufnimmt, weil ich habe jetzt hier so einen Stab dran. Selfie Stick. Da wackelt die schon ganz schön rum. Ich bin mal gespannt, ob es stabile Aufnahmen gibt. Aber die hat ja auch Hyper Smooth. Also sollte das schon funktionieren. Autsch, das war ein Ast. Hilfe, die Bäume schlagen mich.
Jo. Und 15 Kilometer haben wir schon wieder. Wunderbar. Also geht's noch. Homebound again. Thank you.
Ja, die GoPro 11 überzeugt mich auch mit ihren Features. Ist eine richtig gute Kamera geworden. Und sie fängt auch, glaube ich, die Stimmung jetzt im Moment ganz gut ein. Denn die Blätter, die verfärben sich jetzt so langsam und es wird langsam Winter. Und hier aus dem herbstlichen Mettmann sage ich euch Tschüss für heute. Bleibt mir gewogen, folgt mir und abonniert den Kanal ruhig auch. Euer Didi. Ciao. Ach ja. Seit gestern bin ich jetzt auch Mitglied der Electric Devils. Herzliche Grüße an alle. Und vielleicht bis demnächst mal auf einer gemeinsamen Tour. Okay, ciao.